Die Renditen steigen weiter, damit steigt weiter der Stress im System und es ist vor allem die Geschwindigkeit der Renditeanstiege, nicht der Renditeanstieg per se, sondern vor allem die Geschwindigkeit der Renditeanstiege, die diesen Stress ins System bringt. Und wir erinnern uns, der steile Anstieg der Renditen bei britischen Staatsanleihen hat dazu geführt, dass britische Pensionskassen fast aus der Kurve geflogen waren, dementsprechend die Bank of England retten musste, indem sie plötzlich sagte, wir betreiben jetzt mal wieder Quantitative Easing, also kaufen Anleihen, um die Renditen zu drücken. Und jetzt haben wir eine Situation, die durch diesen schnellen Renditeanstieg ähnlich sich entwickelt, auch in anderen Anleihenmärkten, vor allem auch dem der USA, und das ist der größte Anleihenmarkt der Welt, an dem hängt praktisch die komplette Finanzierung aller Staaten. Wenn der in Dutt ginge, dann können sie alles andere vergessen, dann können Staaten sich nicht mehr refinanzieren, denn dann würden andere Staatsanleihenmärkte auch sofort zusammenbrechen. Also wird da etwas passieren. Die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen 100%. Ich will in diesem Video zeigen, was die wahrscheinlichste Variante ist, wie die Fed agieren wird und was dann passieren wird mit den Renditen. Auf der einen Seite, die werden nämlich stark nach unten gehen, dürften stark nach unten gehen und die Aktienmärkte dürften steil nach oben gehen, nachdem sie jetzt nochmal wahrscheinlich weiter nach unten gehen, bevor die Panik dann so groß ist, bis die Fed eben diesen Schritt wird machen müssen. Schauen wir uns zunächst mal die Warnung der Bank of America an, die sagt, Treasury Market is at risk of large-scale forced selling. Also da sind die Player gezwungen, möglicherweise weiter Staatsanleihen zu verkaufen, ähnlich dem Muster dieser britischen Pensionskassen, die eben auch Cash brauchten, die Margin Calls bekamen. Dadurch waren sie gezwungen, Cash zu generieren, indem sie praktisch Staatsanleihen verkauften, um dieses Cash zu generieren, mit der Folge weiterer Renditeanstiege, was andere wiederum dazu zwangen, weiter zu verkaufen etc. Dieser Teufelskreis. Bank of England's Hartnett, Michael Hartnett, einer der treffgenauesten Analysten in diesem Jahr, sagt, der Pain Trade wäre jetzt neue High Spreads, also praktisch Renditeanstiege oder Renditedifferenzen, gerade auch zu Junk Bonds. Ein Flush beim S&P 500 auf etwa 3300 Punkte. Bear Market Rally is to consensus. Ja, da ist man eigentlich überzeugt, da muss doch mal was kommen, aber es kommt wahrscheinlich jetzt noch nicht. Es wird dann kommen mit dem Umsteuern der Fed, aber davor muss der Schmerz wahrscheinlich noch größer werden. Hier sehen wir mal auf der rechten Seite die Erwartung für die Fed Funds, also wie praktisch die Zinsen in den USA im Dezember stehen werden, und man erwartet jetzt, dass die Fed die Zinsen bis Jahresende auf 4,5 bis 4,75% anheben wird. Die Wahrscheinlichkeit, die liegt bei 77%. Möglicherweise wird es anders kommen. Wir werden sehen. Wir sehen diesen Anstieg der Renditen nicht aufgrund der Inflation. Ich werde nachher noch Charts zeigen, die zeigen, dass die Inflationsdynamik in den USA eigentlich schon gebrochen ist. Da ist überhaupt eigentlich gar kein Thema mehr, sondern es ist Dollarmangel, es sind Collaterals, Sicherheitshinterlegungen, die unter Druck kommen mit dem Fall der Anleihekurse und dem Anstieg der Renditen. Das entwertet praktisch die Sicherheit, die viele für Kredite, für Geld hinterlegt haben, nämlich in Form von Staatsanleihen. Wenn deren Kurse fallen, steigt deren Risiko gewissermaßen. Dadurch verliert die Sicherheitsqualität dieser Sicherheitshinterlegung, könnte man sagen. Und wir sehen hier, dass die Real Yields, wie Holger Cepic, und das ist wirklich zentral, weiter steigen. Also die Renditen minus Inflationserwartung, das zeigt, dass es hier nicht wirklich um das Thema Inflation geht, sondern um etwas anderes geht. Es geht um Stress im System, es geht um Dollarbedarf, es geht um viele, die Dollarbedarf haben, weil sie in Dollar verschuldet sind. Jetzt haben manche gesagt, ja, aber es gibt doch genug Dollars in der Welt, wir haben doch eine Geldschwemme. Richtig, aber sie ist eben nicht gleichmäßig verteilt. Und diejenigen, die zu wenig haben, zum Beispiel China, die haben ein Problem, deren Währungen werten ab, was dazu führt, dass die Notenbanken dann teilweise intervenieren müssen mit ihren Dollarreserven, Dollarwährungsreserven, die eigene Währung stützen müssen, was die Dollarwährungsreserven wieder schmälert und so weiter und so fort. There is zero chance pension and insurance funds aren't blowing up right now. Also das, was wir bei diesen britischen Pensionskassen gesehen haben, das dürfte sich jetzt in ähnlicher Weise, vielleicht noch nicht so krass, aber
Der Stress wird immer größer, auch eben bei amerikanischen Pensionsfonds abspielen, denn die sind in teilweise sehr ähnlicher Weise unterwegs wie diese britischen Pensionsfonds. Und für die Konsumenten sind vor allem die rapiden Anstiege der Hypothekenzinsen ein Problem. 7,37% höchster Stand seit gefühlt 7322 Jahren und vor allem Stress auch im Devisensystem. Wir sehen hier der Dollar-Yen jetzt über die 150er-Marke, das erste Mal seit 32 Jahren, weil eben die Bank of Japan jetzt wieder gezwungen ist, um die Anleiherenditen zu deckeln, eine Yield Curve Control zu machen, weiter Anleihen zu kaufen. Damit schwächt sie den Yen weiter. Jetzt muss sie versuchen, beim Yen wahrscheinlich verbal wieder zu intervenieren. Das hat sie schon mal gemacht, es hat nichts geholfen. Zumindest nur ein, zwei Tage geholfen, dann wieder alles verpufft. Also wir sehen, dass die Notenbanken neben der Bank of England, jetzt vor allem die Bank of Japan, das große Thema ist. Wir sehen aber ein echtes Blutbad eben an den Anleihenmärkten, nicht nur bei Staatsanleihen, sondern auch bei Investment-Grade-Bond-ETFs etwa, also praktisch ETFs, die Unternehmensanleihen beinhalten, die Investment-Grade sind, also eine normalerweise ordentliche Bonität haben. Wir haben jetzt den mit Abstand größten Verlust, den wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, in diesem Jahr 23,3%, also es ist Blut überall, könnte man sagen. Und es ist vor allem Stress durch zu wenig Liquidität bei den Anleihenmärkten. Das ist ganz zentral. Russland hat sich mehr oder weniger zurückgezogen. Japan muss jetzt gucken, dass man seine Währungsreserven praktisch zur Stützung des Yen irgendwie einsetzt. Das macht man, indem man etwa Staatsanleihen verkauft durch die Japaner, dadurch Dollars generiert, dadurch wieder den Yen kauft. Also auch die Japaner dürften jetzt geringere Nachfrage haben. China hält sich sehr, sehr stark zurück und vor allem auch die Banken halten sich stark zurück, die Commercial Banks. Warum die sich zurückhalten, will ich gleich zeigen, aber auf jeden Fall gibt es ein riesiges Problem mit der Liquidität und das erklärt diesen Renditeanstieg. Und hier sehen wir mal diese Liquidität, je höher der Chart hier geht, umso geringer die Liquidität. Wie James Lavish hier zeigte, der eine wahrscheinliche Option aufgezeigt hat, was passieren wird. Und ich denke, das ist wirklich eine sehr zwingende Argumentation. Wir sehen also Stress durch zu wenig Liquidität. Was kann man tun? Jetzt ist es so, dass die Volatilität an den Bondmärkten massiv gestiegen ist. Der Move-Index jetzt auf einem Niveau, wie wir ihn zuletzt gesehen haben, auf dem Hochpunkt des Corona-Crashes. Also da ist extreme Volatilität, da ist extreme Angst, da ist extreme Schwankungsbreite. Und da gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Liquidität und Volatilität. Und jetzt werden die Sorgen eben immer größer, dass das zu einem Unfall führen wird und die Regierung oder irgendwelche Institutionen hier intervenieren müssen, um hier ein gewisses Chaos zu verhindern. Jetzt ist es so, wir wissen ja, dass die Banken sehr viel Geld im Repo-Markt parken. Also sie hinterlegen Staatsanleihen und bekommen dafür Cash. Das heißt, Sicherheit, Staatsanleihen, Cash wird ausgeliehen. Damit kann man sich refinanzieren. Und jetzt gibt es durch die Basel-Regeln, sogenannte SLR, ich will das jetzt hier nicht zu technisch machen, jedenfalls sind das Vorschriften, die eben dafür sorgen, dass die Banken nicht zu große Risiken, nicht zu große Leverage eingehen. Und das führt dazu, dass es für sie sehr attraktiv ist, jetzt durch den Anstieg der Leitzinsen immer höhere Zinsen zu bekommen in diesem Repo-Markt. Deswegen fließt immer mehr Geld, nämlich derzeit 2,2 Billionen Dollar pro Tag in diese Repo-Operationen, in diese Repo-Geschäfte. Und das kommt die Fed teuer zu stehen, denn sie muss den Banken dann Zinsen bezahlen. Diese Zinszahlungen der Fed sind höher, als sie durch die Anleihen, die sie im eigenen Portfolio hat, an Zinseinnahmen hat. Das heißt, die Fed macht massiven Verlust. Das muss die öffentliche Hand ausgleichen. Und jetzt ist der logischste Trick eigentlich, den man machen kann, man ändert die Regularien, indem man letztendlich diese SLR-Vorschriften ändert, also die Basel-Vorschriften ein bisschen ändert und damit Anreize schafft, dass die amerikanischen Banken wieder US-Staatsanleihen kaufen und rausgehen aus dem Repo-Markt, der die Fed sehr, sehr teuer zu stehen kommt. Und dann hättest du schon mal ein Riesenthema erledigt, dass nämlich dann Banken praktisch jetzt für diese Liquidität sorgen, da reingehen in diesen Anleihemarkt und damit die Liquidität wieder deutlich verbessern, statt eben hier ihr Geld bei diesen Repo-Operationen zu parken und damit den Anleihemärkten zu entziehen. Und das, wie gesagt, ist zentral. Da wird irgendetwas kommen. Die Fed wird irgendetwas
etwas machen müssen. Denn wenn da die Dinge aus dem Ruder laufen, wenn amerikanische Pensionsfonds kippen, wenn dieser Anleihenmarkt in den USA kippt, das ist mit Abstand der bedeutendste und normalerweise auch liquideste Anleihenmarkt der Welt, dann können Sie alles andere vergessen, dann brauchen wir über Aktiencrashs gar nicht reden. Die Aktiencrashs interessieren die Fed nur marginal, aber hier geht es um das große Ganze, hier geht es um Renten, hier geht es um die Refinanzierung von Staaten. Das ist das zentrale Thema, das James Lovish hier, ich finde, hervorragend gezeigt hat. Jetzt kommen wir mal zur aktuellen Lage. Wir haben den Anstieg der Renditen gesehen. Wir sind jetzt bei 4,27% bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Es geht nach oben wie 2017 der Bitcoin-Chart. Hier sehen wir links mal den Anstieg der Rendite und oben, im linken Chart oben und im linken Chart unten sehen wir den Kurs der Anleihe und wir sehen hier eine interessante Divergenz. Die Rendite steigt stärker als der Kurs fällt. Das heißt, wir haben hier charttechnisch, wie Ron Walker zeigt, eine positive Divergenz. Das dürfte sich bald auflösen und deutet darauf hin, dass die Renditen bald fallen werden. Da gibt es immer mehr Indikationen dafür und immer mehr Indikationen gibt es auch, dass die Fed immer nervöser wird, zumindest hinter den Kulissen. Evans mit dieser kryptischen Aussage, Chicago Fed-Chef, der gesagt hat, wir müssten dann vielleicht mal überlegen, wie wir das kommunizieren, wenn wir jetzt dann doch die Zinsen nicht mehr anheben und etwas anderes machen. Man hat sich seitens der Amerikaner die Vorgänge in Großbritannien mit den Pensionsfonds sehr genau angeschaut und hat gesagt, ja, die Fed müsste dann wohl hergehen und Bonds kaufen. Vielleicht muss sie das auch. Sie könnte die Banken erstmal dazu bringen, wieder Staatsanleihen zu kaufen oder sie muss eben selber dann intervenieren. Das ist das große Thema, das wahrscheinlich auf uns zukommt, zumal die Fed jetzt ernst gemacht hat, eben mit ihrer Bilanzreduzierung, also Anleihen verkauft hat, respektive Anleihen hat auslaufen lassen, die sie im Portfolio hat, sodass wir jetzt doch deutlicher gefallen sind in den letzten Wochen in Sachen Bilanzsumme der Fed. Das setzt dann die Märkte eben auch unter Stress. Also es geht jetzt wirklich los so langsam mit diesem Quantitative Tightening und das in einer Situation, in der die Inflationsdynamik deutlich nachgelassen hat. Hier sehen wir mal die PMIs, die dunkle Grafik oder die dunkle Linie oben. Die bezahlten Preise, die gehen deutlich nach unten und das ist praktisch ein Vorlaufindikator für die Inflation bei diesen PMIs, also bei diesen Einkaufsmanager-Indizes und die sogenannte Sticky Inflation, also die klebrige Inflation, zum Beispiel bei Mieten, da sehen wir, dass die Mietanstiege jetzt immer mehr abflachen, bald unter die Nullermarke fallen. Das dürfte bedeuten, dass auch die Mieten in den USA bald fallen dürften und dann ist Inflation, zumindest in den USA, in Europa, ganz anderes Thema, überhaupt nicht mehr das ganz große Thema. Das würde dann auch ideologisch praktisch die Voraussetzung schaffen, dass die Fed ein bisschen entspannter wird. Derzeit überschätzt sie nach meiner Auffassung die Inflationsdynamik in den USA. Die Fed versucht ja jetzt im Grunde etwas, was sie, das Gegenteil dessen, was sie 2000 in dem Dotcom-Crash und in der Finanzkrise gemacht hat. Damals versuchte sie, die Märkte zu inflationieren, aufgrund eines tendenziell deflationären Schocks. Jetzt hatten wir einen inflationären Schock und die Fed versucht im Grunde, den Markt zu deflationieren. Das hat die Fed, hat schon mal aufgehört mit der Straffung ihrer Geldpolitik, 1974. Das hat nicht geholfen, dann ging es zunächst mal noch weiter nach unten, weil die Wirtschaft einfach abgesoffen ist damals und die Märkte erstmal auf dieses Absaufen reagiert haben. Aber wir sehen jetzt, wenn wir uns mal hier unten im Chart die Saisonalität ansehen, in Zwischenwahljahren, wenn ein demokratischer Präsident am Start ist, dann deutet es darauf hin, dass wir bald wohl einen Boden sehen werden bei den Aktienmärkten, dass es noch wahrscheinlich einmal heftig nach unten gehen wird, eine finale Welle nach unten kommt. Wir haben gesehen, dass der Nasdaq Composite etwa jetzt diesen Trendkanal angelaufen hat, dann daran abgeprallt ist und dann so ein unschönes Kerzchen hier zeigt. Wir haben jetzt beim S&P 500, by the way, also mindestens Bewegung von 1% in 16 Sitzungen nach oben und nach unten, also 1% gestiegen, dann mindestens 1% im Minus geschlossen oder andersrum, also extreme Bewegungen intraday. 16 Mal ist das passiert, das ist der höchste Wert
seit der Finanzkrise und wir haben ja noch ein paar Tage in diesem Jahr. Also wir sehen, da ist auch ein bisschen Stress im System. Das zeigt sich dann bei den Vola-Moves, die wir beim Daily im S&P 500 sehen. Der ist so hoch wie im Grunde eigentlich außerhalb der Finanzkrise und dem Corona-Crash nicht mehr. Und das führt dazu, dass Calls auf den S&P 500, also im Optionsbereich, wenn man Calls kauft, so teuer sind wie never ever before, eben weil die Schwankungsbreite so hoch ist und Vola macht dann diese Calls immer teurer. Heute ist ja der kleine Verfall in den USA, das könnte dann auch noch wichtig werden. Wichtig gestern auch die Zahlen von Snap, 25% die Aktie im Minus, nachdem praktisch kein Wachstum mehr erkennbar ist. Man hat verzichtet, jetzt eine Guidance zu geben, weil man sagt, wir wissen gar nicht, wir sind völlig im Nebel, die Aktie 27% dann letztendlich runtergegangen, hat andere Social Media Aktien auch massiv mit nach unten gezogen. Mal gespannt, wie die dann heute reagieren werden. Aber insgesamt, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Anleihethema und zum politischen Thema zurückkommen, dann sehen wir, dass etwa eben diese Inflation und steigende Zinsen dazu geführt haben, vor allem steigende Zinsen, steigende Renditen dazu geführt haben, dass eine Ministerpräsidentin zurücktreten musste. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Spielräume für die Politik sind immer enger geworden, eben durch die Inflation und durch den Anstieg der Renditen. Und hier unten sehen wir mal den sogenannten Bitcoin im Vergleich mit Bitcoin. Also das ist die Volatilität des Pfunds, die jetzt etwa so hoch ist wie Bitcoin-Volatilität, wobei Bitcoin in letzter Zeit ja nicht mehr so volatil ist. Abschließend noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ganz frisch habe ich noch schwarze Finger fast dran. Dieser Artikel hier von uns, EU beschließt Maßnahmen in Sachen Gaspreisdeckel oder Energiekrise. Da sind wichtige, wichtige Informationen drin, die uns alle betreffen. Scholz hat hier mal nachgegeben. Okay, was da genau kommen wird seitens Regularien der EU und das, wie gesagt, betrifft ja uns alle, das werden wir dann auf unseren Rechnungen auch durchaus sehen, das erfahren Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung, zweite Artikelempfehlung, ja, wie schaut es denn jetzt aus beim DAX? Es wird langsam brenzlig, die Erholung steht auf dem Spiel. Was da zu beachten ist, welche Marken Sie, wenn Sie sich einigermaßen mit diesen Dingen beschäftigen, zu beachten haben, erfahren Sie in diesem Artikel. Und Sie erfahren heute 19 Uhr Politik und Finanzmärkte, die große Krise und der Paradigmenwechsel. Ein konfrontatives, glaube ich, auch lustiges, wirklich interessantes Boom und Bust, wo wir die ganz großen Themen besprechen. Energiekrise, Krieg in Europa, was da auf uns zukommt in Sachen Notenbanken, Zinsanstiege, Tragfähigkeit von Schulden, all das ist dabei. 19 Uhr, ich packe Ihnen den Live-Link wieder mal in die Videobeschreibung rein. Den einfach kopieren, dann in den Browser packen. Wenn Sie es nicht schaffen, heute um 19 Uhr live dabei zu sein, dann am Wochenende so oder so auf jeden Fall nicht verpassen. Also diese drei Empfehlungen, das Marktgeflüster wegen des Boom und Bust, das ja um 19 Uhr beginnt, heute deutlich früher, so 18, 18, 15 habe ich angepeilt. Ich sage Servus, ciao.